Das Meer. Ende einer langen Reise. Doch unser Ziel war etwas anderes. Und fast niemand hat geglaubt, dass wir es erreichen. Wo sind wir denn? In Berlin, laufen jetzt Richtung Warschau. Richtung Polen. Da ist flach. Immer an der Oder lang. Tatsächlich starten wir heute unseren Weg über die Alpen. Über 550 Kilometer zu Fuß. Ausgangspunkt: der Marienplatz in München. Irgendwie jetzt total surreal, dass wir jetzt hier stehen und jetzt irgendwie doch loslaufen. In einem Monat wollen wir auf dem Markusplatz in Venedig ankommen. An der Isar geht es fast 37 Kilometer nach Süden. Erstes Etappenziel: Wolfratshausen. Schon nach wenigen Minuten sind wir aus der Stadt raus. Die sonst so blaue Isar ist nach dem Starkregen der vergangenen Tage kaum wiederzuerkennen. Wo sind wir hier? Am Flaucher, wo man schön grillen kann, wo alles schön flach ist, wo die Isar ganz flach um die kleinen Inseln rumläuft. Ich schätze mal 1,5-2 Meter drüber. Noch freuen wir uns, dass die Wege immer leerer werden. Bis klar wird, warum. Die Isarauen stehen unter Wasser. Wir nehmen einen Umweg mitten durchs Gestrüpp. Ja, erste Hindernisse. Erstmal präparieren für den Hürdenlauf. Ja, mal gucken. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Guter Anfang. Ah, elegant. Ich muss nicht alles kommentieren. Du hast gesagt, ich soll kommentieren. Ach so, okay. Ich bin Sportkommentator. Jawohl, schöne Haltungsnoten. Jawohl. Läuft. Mal schlammig, mal hart. Der Weg entlang der tosenden Isar fordert uns. Weil die Wege immer wieder unter Wasser stehen, schrubben wir etliche Extrakilometer. Trotz Training kämpfen wir mit dem Gewicht der Rucksäcke. Dann endlich Mittagspause in Schäftlarn. Eine schöne Obersteig, Scheibenbrezen dazu. Sind jetzt nur Umwege gelaufen? Umwege, weil die Isar stand auf den eigentlichen Wanderwegen. Geht es gleich weiter Richtung Wolfratshausen. Das sind 10 Kilometer. 10 verdammte Kilometer. 10 verdammte Kilometer. Zehn verdammte Kilometer, die vor allem eines sind: verdammt heiß. Noch fühlt es sich so gar nicht nach Alpenüberquerung an. Wir laufen jetzt gerade nach Wolfratshausen rein, sind wie ziemlich tot. Mein linkes Bein lahmt etwas. Bastel, wie sieht's aus? 100 Kilometer geradeaus, 40 Grad in der Sonne. Das war nicht so schön. Zerstochen an den Beinen sind wir, glaube ich, alle beide. Ja. Weil 100 Mücken sind, wir haben zwar auch schönes. 100 Mücken und das Mückenspray, was nicht funktioniert.
Mit Schmerzen im Rücken und Krämpfen in den Beinen kommen am Abend ernste Zweifel auf, ob es morgen wirklich weitergeht. Es geht weiter. Dank Kniebandage und Ibu. Heutiges Etappenziel? Das rund 31 Kilometer entfernte Bad Tölz. Der Weg entlang der Isar bleibt wie gehabt. Meist geht's mitten durch den bayerischen Busch. Ja, man merkt schon, der gestrige Tag steckt einem im Knochen. Und es sind jetzt nochmal 13 Kilometer bis Bad Tölz. Sind jetzt gerade so einen Trampelpfad hochgelaufen, das erste Mal mit den Stöcken im Einsatz. Und am Ende sind es eh immer viel zu viele Kilometer als eigentlich angegeben auf der Karte. Ja, heute ist sonst 27, sollten es heute sein. Jetzt sind wir schon bei 30 wieder mal. Gestern sollten es auch nicht so viel sein, obwohl wir hier keinen Umweg laufen. Ich weiß nicht, wer sich die Route ausgedacht hat. Der hat irgendwie keine Ahnung von Mathe. Müssen wir irgendwie schaffen. Ziemlich Matsch. Immer wieder steht das Wasser knöchelhoch auf den Wegen. Und irgendwann in unseren Wanderstiefeln. Wir steigen auf Turnschuhe um. Trotz allem, wir sind beeindruckt von der Naturgewalt, die uns umgibt. Und der Gedanke an die Alpen treibt uns an. Kurz vor Bad Tölz ist es dann endlich soweit. Freude macht sich breit. Zumindest bei mir. Da sind die Berge. Der Weg zu den Alpen war schmerzhaft. Die Hoffnung bleibt, dass es ab morgen in den Bergen besser wird. Tag 3. In Bad Tölz decken wir uns mit Proviant ein, bevor wir ein letztes Mal der Isar folgen. Zumindest vorerst. Der Fluss ist noch immer ein tosender Strom. Die Steinpyramiden im Isarwinkel, auch Klein Kairo genannt, sind ihr zum Opfer gefallen. In Arzbach trennen sich die Wege. Es geht hinauf zur Tutzinger Hütte. Raus aus der Ebene, hoch auf die Münchner Hausberge, der Benediktenwand, entgegen. Die Almenwiesen sind sumpfig. Wieder mal wechseln wir die Schuhe. Und immer wieder suchen wir den richtigen Weg. Also am Anfang des Tages ging es uns noch beschissener als jetzt, muss ich sagen. Jetzt sind wir hier schon auf 1254 Metern Höhe. Es ist noch eine Stunde bis zur Hütte. Und dann haben wir unser Tagesziel erreicht, die Tutzinger Hütte. Am Fuße der Benediktenwand. Was für eine Aussicht. Ein letztes Mal schwitzen wir beim Aufstieg. Dann sehen wir die Tutzinger Hütte und können endlich unsere Ankunft in den Bergen genießen. Die Tutzinger Hütte ist eine echte Empfehlung. Und die Lage super. Am Morgen staunen wir noch einmal über die Benediktenwand, bevor wir zielsicher erstmal in die falsche Richtung laufen. Anfängerfehler. Und als Hüttenneulinge sind wohl auch die Matratzen nur Gewöhnungssache.
Tag 4. Wir sind an der Tutzinger Hütte gestartet und haben uns schon das erste Mal verlaufen. Ich hätte kotzen können. Und haben dazu richtig gut geschlafen? Ja. Auf Brettern? Ja, auf Brettern. Die Matratze hat überhaupt nicht nachgegeben. Ja, ich fühle mich durchgeschwitzt. Gefühlt erst eine halbe Stunde gelaufen. Aber es geht gut. Ich habe kein Problem mit den Beinen und nicht mit den Füßen. Gefühlt hat ja jeder Pflaster an den Füßen. Und so geht es im zweiten Anlauf den richtigen Berg nach oben. Und auf der anderen Seite natürlich wieder nach unten. Wir steigen ab in die Jachenau und später über den Rissattel bis nach Vorderriss. Es ist nicht mehr weit bis Jachenau. Da ist für heute Halbzeit. Nach über 700 Höhenmetern Abstieg spüren wir deutlich unsere Beine. Immer wieder machen wir Pausen und genießen einfach die Natur. Meinem Knie geht es deutlich besser. Sebastians Rücken schmerzt hingegen noch immer. In Jachenau wird schließlich zum ersten Mal unser Ziel ausgeschildert. Die Spezi am Abend ist wie ein vorgezogenes Bruchmehl. Du warst, Prost, Müller-Kunst, du warst offenbar erfolgreich. Zum Wohl. Der Nachmittag zieht sich. Den Auf- und Abstieg über den Risssattel haben wir völlig unterschätzt. Wir sind gerade über den Risssattel gekommen und jetzt steigen wir runter nach Vorderriss zum Gasthof Post. Dort erwartet uns allerdings eine schlechte Nachricht. Tag 5 unserer Tour. Wir sind heute Morgen in Vorderriss gestartet und gestern haben wir aber noch erfahren, dass das Karwendelhaus dicht ist wegen Corona. Wurden einige positiv getestet, deshalb wird das nichts mit der Karwendelüberquerung. Wir müssen jetzt drum rumlaufen, haben heute Abend ein Hotel in Grün. Wir hatten echt Glück, wenn man sich jetzt hier mal umguckt, sieht man, dass die Isar auch hier fast auf den Wanderwegen steht. Ein paar Tage früher und der Wanderweg wäre jetzt auch nicht passierbar gewesen. Wir lassen es also entspannt angehen, nutzen die Zeit, um die Rucksäcke noch einmal richtig einzustellen und genießen die Ruhe entlang der Isar. Normalerweise hätten wir heute über 1000 Höhenmeter auf 24 Kilometern überwunden. So bleibt es bei angenehmen rund 300 Höhenmetern bis Grün. Wir haben heute nur einen halben Tag gehabt und deshalb Zeit, heute mal die Füße ins Wasser zu halten. Das Wasser ist total kühl, die Sonne scheint, 26 Grad, wunderbar, rund um Berge. Es tut gut, den freien Nachmittag zu genießen. Uns wird aber bewusst, das hier ist kein Urlaub, das ist eine Reise. Zum ersten Mal liegt heute ein Hauch von schlechtem Wetter in der Luft. Nach einer kurzen Bus- und Zugfahrt
starten wir in Scharnitz den Aufstieg zum Hallerangerhaus. Normalerweise wären wir über die Birkaspitze gekommen, aber so fällt die Königsetappe auf dem Traumpfad für uns leider aus. Wir folgen der Isar durch das wildromantische Karwendel. Mehr als 900 Quadratkilometer bedeckt dieser gigantische Gebirgsstock in den nördlichen Kalkalpen. Teilen müssen wir den Weg allerdings mit zahlreichen E-Mountainbikern. Mehrere Gebirgsbäche treffen am Oberlauf aufeinander und bilden gemeinsam die Isarquellen. Ihrem längsten Zufluss, dem Lafatscher Bach, folgen wir bis ganz nach oben. So langsam gewöhnen wir uns an die täglichen Touren. Trotzdem sind wir immer noch ziemlich langsam. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Hallerangerhaus, unserem heutigen Ziel. Es war ein ganz schöner Stich. Dann gibt es erstmal 8 Schnitzel. Dann gibt es erstmal 8 Schnitzel, ein kaltes Radler. 8 Liter Bier. Da unten in Scharnitz, wo wir heute Morgen gestartet sind, da hat es auch genieselt. Jetzt gibt es ein richtiges Gewitter, das zieht hier so langsam in die Berge rein. Wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen, dass wir noch trockenen Fußes reinkommen. Aber für die nächsten Tage soll es eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Lassen wir uns mal überraschen und hoffen, dass es dabei bleibt. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Es ist total schönes Wetter, wenn man hier ins Tal guckt. Da ist es bewölkt. Bei uns scheint jetzt gleich die Sonne in den Bergen. 8:45. 8:45. Wir starten nach Wattens. Auf dem Hallerangerhaus bei der Isarquelle kam dem Erfinder des Traumpfades, Ludwig Krassler, übrigens die Idee zu dieser Route. Die Isar lassen wir heute endgültig hinter uns und brechen auf zum Lafatscher Joch. Lockere 300 Höhenmeter nach oben. Hinter uns liegt das Karwendel. Vor uns der Alpenhauptkamm. Und wir spüren die Freiheit über den Wolken. Über Geröll geht es jetzt bergab ins malerische und fast stille Halltal. Frühstück zum Mittag? Mhm. Hier stehen 250 Gramm drauf. Das sind bestimmt 500. Nicht so schwer, wie das alles ist. Und die schleppen wir jetzt seit München schon mit. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen die reinquälen, dass das Gewicht mal weggeht. Die müssen wir unbedingt mitnehmen. Die brauchen wir unbedingt nicht. Nach der Vormittagsjause in St. Magdalena liegen vor uns noch rund 12 Kilometer bis Wattens im Inntal.
Das Wetter sitzt uns schon wieder im Nacken. Ein Gewitter zieht auf. Ja. Was hinter uns? Dreck gezogen, glaube ich. Hoffen wir, es bleibt dort hinter uns. Die sind mutig. Wir nicht. Wir nicht. Durch Nest erreichen wir Wattens, wo wir nur noch essen, trocknen und schlafen. Der Aufstieg durch das Wattental ist zäh. Immer wieder müssen wir Umwege gehen. Mal sind die Wege durch Zäune vernagelt, mal durch Baustellen blockiert. Entlang alter Zirpenwälder erklimmen wir langsam die Zentralalpen. Auch wenn uns die Sonne begleitet, ist die Stimmung heute gedrückt. Manch einer hat in den letzten 7 Tagen angerufen. Erste Frage: Lauft ihr noch zusammen? Ja, auch wenn das nicht immer leicht ist, bleibt es eine gemeinsame Grenzerfahrung, ein gemeinsamer Weg, in jeder Hinsicht. Und heute führt er uns auf die Lietzumer Hütte, mitten hinein in ein Militärsperrgebiet. War ein bisschen skurril. Unten am Eingang haben wir erstmal einen Soldaten gefragt, ob wir überhaupt durch dürfen. Und hatten dann das Glück, dass heute nicht scharf geschossen wurde. Heute wird nicht scharf geschossen. Wir sind zeitiger aufgebrochen, weil es heute regnen soll, und um den Regen zu umgehen, sind wir dann heute schon 5:45 aufgestanden, haben gefrühstückt und jetzt nichts wie hoch auf den Berg. Angeführt von der Hüttenkatze, die sich nicht so richtig verabschieden will von uns. Gleich mehrere Sättel überqueren wir heute auf unserem Weg in die Tuxer Alpen. Das Karwendel wird immer kleiner. Unfassbar, dass wir noch vorgestern dort waren. Die Route ist heute nicht ganz einfach. Wir haben uns deshalb mit anderen Venediggehern zusammengeschlossen. Das erste Mal Schnee auf unserer Tour. Ich muss es angreifen. Uns umgibt eine Mondlandschaft. Auf dem Weg zum Pluderlingsattel verschwinden wir in den Wolken. Unsere Laune trübt das nicht. Wir sind endgültig in den Bergen angekommen. Atemberaubende Aussichten auf die Ötztaler Gletscherberge und das Olperer Massiv tun sich auf. Unser Struggle mit der Orientierung bleibt. Über welches Joch sind wir jetzt gekommen? Vorhin war Gaia-Joch, jetzt Junsjoch, ja. Jochbein. Wir sind auf jeden Fall am Junsee vorbeigelaufen und sind jetzt quasi in unserem Zieltal. Also wir sehen es zumindest schon, es ist aber noch ein ganzes Stück bis zur Hütte. Mit Blick auf den Tuxer Gletscher schlängelt sich unser Weg ins Weitental. An der Hütte angekommen, beginnt es zu schütten. Morgen soll es ähnlich werden. Tipps vom Hüttenwirt oder ein vorgezogenes Frühstück wie auf der Lietzumer Hütte gibt es nicht. Dienst nach Vorschrift und wenig Gastfreundschaft. Wir schlafen schlecht, haben es am nächsten Tag eilig. Wir müssen über die Friesenbergschatte bis 14 Uhr sein, dann soll der große Regen kommen. Deshalb geht es auch heute wieder zeitig los und noch hängt der Berg im Nebel. Wir hoffen aber, dass es sich bis dann aufzieht und wir gut über die Scharte kommen. Auch heute wandern wir in der Gruppe. Zu gefährlich wäre ein Alleingang in dem unübersichtlichen Gletschergebiet. Und geht's steil nach unten auf der anderen Seite? Ja.
Auf der Friesenbergscharte lichten sich die Wolken. Absoluter Wahnsinn. Wie ein blaues Auge liegt uns der Friesenbergsee zu Füßen. Wir hangeln uns über den ersten Klettersteig auf dieser Tour nach unten. Oh, es war schon übelst kribbelig. Und teilweise war der Schiefer noch ein bisschen nass. Aber wir hatten Glück, dass wir wirklich jetzt noch den Slot erwischt haben, wo es trocken ist und wo es noch nicht regnet. Weil mit Regen hätte es überhaupt nicht funktioniert. Wir müssen Richtung Friesenberghaus. Da machen wir eine kleine Mittagsrast und dann geht es weiter bis an den Schlegeissee zur Dominikushütte. Und die anderen, die übernachten auf der Olbacher Hütte. Für uns war da leider kein Platz mehr, aber das ist überhaupt nicht schlimm. In der Dominikushütte haben wir ein Doppelzimmer für uns. Durch Anne! Fast 1000 Höhenmeter geht's runter. Langsam gewöhnen wir uns an das ständige Auf und Ab. Die Dominikushütte ist das Etappenziel der klassischen Grasslerroute und selbsternanntes Paradies für Venediggeher. Das können wir 100% bestätigen. Es gibt sogar einen Wäscheservice. Wir können unsere ganzen Sachen jetzt erstmal waschen. Mal richtig waschen, nicht nur auf der Hand, sondern richtig in der Maschine. Krass, wie schnell die Zeit vergeht und wir jetzt einfach schon fast 2 Wochen unterwegs sind. Krass ist auch, wie schnell sich das Wetter hier ändert. Ein Glücksspiel in diesem Jahr, meinen die Hüttenwirte. Für uns macht es die Berge zu einem unberechenbaren, aber auch verwunschenen Ort. Heute gehen wir es gemütlich an. Zu schön ist der Blick auf den Schlegeissee beim Frühstück. Lang unterhalten wir uns mit Hüttenwirt Heiko über das Leben auf der Hütte. Seine Herzlichkeit macht uns den Abschied schwer. Doch wir müssen weiter. Erstmal immer der Straße nach. Auch wenn es nach dem Wäscheservice erste Verluste gibt. Kann losgehen heute. Es sind zwar 2 Paar Socken weg, aber dafür habe ich 2 Paar neue vom Hüttenwirt bekommen und 30 Euro, was ja nett war. Der Weg zum Fitscher Joch verläuft sanft nach oben. Kein Wunder also, dass sich hier zahlreiche Tageswanderer und Radler tummeln. Aber so entspannt wie heute waren wir lange nicht unterwegs. Geschafft. Wir sind in Italien, am Fitscher Joch, Südtirol. Das ist schon das 3. Land auf unserer Reise. Hier oben wurden Österreich und Italien nach dem Ersten Weltkrieg geteilt. Wie die Kugel rollt und das Wasser fließt. So heißt es. Wir joggen also mit dem Wasser nach unten. Bloß weg von den Menschenmassen. Schon in Italien also. Irgendwie weht ein Hauch von Abschied.
Und auch manch daheimgebliebener meint, wir wären schon im Endspurt. Quasi nur noch bergab. Eine vollkommene Fehleinschätzung. Wie wir schon morgen schmerzvoll erfahren.